Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Es ist Samstagabend, schon ziemlich spät abends, aber ich fange jetzt erst an. Wir hatten heute Pfadfindergottesdienst mit gemeinsamen Mittagessen an der Gemeinde und dann waren wir irgendwann mal zu Hause gegen, ich weiß nicht, 2:30, kurz vor 3, und ich habe mich danach hingelegt und ich glaube 3 Stunden gerade auf dem Sofa geschlafen. Ich konnte einfach auch irgendwie nicht aufstehen. Ich konnte nicht aufwachen. Ich habe einfach nur geschlafen. Ich habe gehört irgendwo so im Hintergrund meinen Mann, die Kinder, der Fernseher ging irgendwann mal an. Fußball, Dirk gerade guckt. Aber ich konnte einfach nicht. Ich habe einfach nur geschlafen. Und geschlafen und geschlafen. Nichts gegessen oder so, sondern einfach nur geschlafen. Naja, jetzt bin ich wach und lese euch wenigstens ein bisschen was vor aus dem Buch Susanna, sie nannten sie Mrs. Doc, von Janet Oak. Wir sind ja immer noch in der Frauenreihe unterwegs von Janet Oak. Das heißt, einzelne Bücher, in jedem Buch geht es um eine Frau und ihr Schicksal damals in der Siedlerzeit, wo die, ich sag mal, weißen Siedler in den Westen gegangen sind, in Amerika, in den Wilden Westen, und da Dörfer, Städte aufgebaut haben. Und eine davon ist Susanne, ihr Mann ist Arzt. Und die sind in sein Heimatdorf, oder jetzt ist es ein kleines Städtchen schon, nach seiner Ausbildung, nach seinem Studium gegangen und leben da, haben jetzt auch 5 mittlerweile große Kinder. Und wie es weitergeht, lese ich jetzt und wünsche euch viel Spaß. Hochzeiten. Vivian heiratete als erster der Kinder. Das Beste an dem ganzen Kunststudium war anscheinend der junge Professor, den sie sich da an Land gezogen hat, meinte Samuel, nachdem er ihren überschwänglichen Brief gelesen hatte, in dem sie ihren Eltern von ihrer Heiratsabsichten erzählte. Die Hochzeit sollte in Montreal stattfinden, in Großmutters Kirche, wie Vivian schrieb. Samuel besorgte sich eine Vertretung, einen jungen Mediziner im Praktikum, und nahm sich 2 Wochen frei, um mit seiner Familie nach Montreal zu reisen. »Bleib ruhig länger dort, wenn du magst«, sagte er zu Susanna. »Ich muss auf alle Fälle pünktlich wieder hier sein.« Susanna schüttelte den Kopf. Sie hatte bei ihrer letzten Reise die Erfahrung gemacht, dass 2 Wochen lang genug waren. Die Kinder freuten sich allesamt riesig auf die Reise. Christina sprudelte vor Begeisterung förmlich über. Sie konnte sich verständlicherweise nicht an die Reise vor so vielen Jahren erinnern, und ihre jüngeren Brüder hatten ihre Großeltern in Montreal überhaupt noch nie gesehen. Susanna war traurig darüber, dass sie ihren Großvater nun nicht mehr kennenlernen konnten. Henry Per Winston Tod lag schon fast ein Jahr zurück. Die Tage im Zug verschafften Samuel nicht nur ein wohlverdientes Ausspannen, sondern auch die Gelegenheit, in Ruhe lange Gespräche mit seiner Familie zu führen. »Ihr hättet euren Großvater bestimmt sehr gemocht«, erzählte Susanna ihren Kindern. Er war ein tatkräftiger, intelligenter Mann. Ständig war er mit irgendetwas beschäftigt, ständig leistete er etwas. Sie hätte es hinzufügen können, ständig war er unterwegs, doch das tat sie nicht, auch wenn ihr inzwischen klar geworden war, dass sie ihn als Kind oft vermisst hatte, weil er so selten daheim gewesen war. »Ich weiß nicht, ob ich ohne Dr. Henry P. Winston, meinen Professor und euren Großvater je mein Medizinstudium geschafft hätte«, beteiligte Samuel sich an der Unterhaltung. Susanna sah ihn an, als bezweifle sie seine Aussage. »Du warst unter den 5 Besten deines Jahrgangs«, sagte sie stolz. »Den Zensuren nach, ja. Ich weiß nicht, wer es nur gedeichselt hat, aber er hat ausreichende Stipendien für mich beschafft, so dass ich das Studium zu Ende bringen konnte.« »Das habe ich gar nicht gewusst«, sagte Susanna, und ihr Vater stieg noch höher in ihrer Achtung. »Das Gleiche hat er für mehrere der Studenten getan«, sagte Samuel. »Du meinst sicher seine Lieblinge«, scherzte Susanna. »Ich kann euch ernsthaft versichern, Kinder, dass seine Studenten, seine Lieblinge, damals erheblich mehr von ihm gesehen hatten als seine Familie.«
Susanne nannte ihre Sprösslinge nach wie vor Kinder, obwohl Peter ihr Jüngster inzwischen 15 war und sich durchaus zu den Erwachsenen zählte. Wenn sie sich daran störten, so hatten sie doch noch nie geäußert. Thomas hatte es einmal ausgedrückt. Wahrscheinlich wird sie uns bis zu dem Tag, an dem der Herr sie heimholt, Kinder nennen. Und der Rest der Familie hatte belustigt geschmunzelt. Erzähl uns von Großmutter, bettelte Christina, und Susanne begann eine ausführliche Schilderung ihrer Mutter, ihres Elternhauses in Montreal und ihrer Kindheit dort. Selbst Thomas hörte interessiert zu. Susannes Darstellung klang derartig eindrucksvoll, dass Peter sie anschließend ganz offen fragte, »Wozu bist du denn dann eigentlich in den Westen gegangen?« Auf eine solche Frage war Susanne nicht gefasst gewesen. Sie sah verwundert auf, lächelte dann aber und umfasste Samuels Hand. »Ich hatte einen gewissen jungen Mann kennengelernt«, sagte sie verschmitzt, »und der hatte es sich in den Kopf gesetzt, in den Westen zu ziehen, auf Gedeih und Verderb.« »Ich bin froh, dass du es getan hast, Pa«, sagte Peter. Sie nannten Samuel längst nicht mehr Papa. Zu kindisch hatten sie gefunden. Samuel hatte keine Einwände gehabt, vermutlich gefiel ihm Pa ohnehin besser. So hatte er früher seinen eigenen Vater auch genannt. »Ich freue mich ja so auf Wiedersehen mit Vivian«, wechselte Christina das Thema. »Nachdem sie eine Weile im Osten gewohnt hat, ist bestimmt ein unausstehlicher Snob aus ihr geworden«, mutmaßte Thomas. »Wie kommst du denn so auf so eine Idee?«, stellte Susanna ihren Sohn auf der Stelle zur Rede. Er zuckte mit den Achseln. »Weiß nicht, hab's irgendwo aufgeschnappt. So reden die Leute doch überall.« »Was die Leute überall sagen, muss doch längst nicht wahr sein.« Susannas hitziges Temperament war im Laufe der Jahre nicht vollständig ausgeschaltet worden, wenn sie sich auch inzwischen nach einem Temperamentausbruch viel schneller wieder beruhigte und größere Reue als früher zeigte. Samuel schien dies in gewisser Weise zu belustigen, und manchmal fühlte Susanna sich von ihm mit Absicht provoziert. Jetzt konnte er sich ein Lachen nicht verkneifen, und Susanna errötete verlegen. »Ich dulde einfach keine Verallgemeinungen, bei denen alle über einen Kamm geschoren werden«, sagte Susanna und unterstrich ihre Worte mit lebhaften Gesten. »Alle Leute im Westen, alle an der Küste, alle Engländer oder alle Spanier, alle Ärzte oder alle Bauern, jeder ist doch einzigartiges Geschöpf, jeder kann sein Verhalten selbst bestimmen, und auch wenn auch wir auf die äußeren Umstände nicht immer einen Einfluss haben. Wenn ich ein Snob bin, dann liegt das daran, dass ich einer sein will. Ob ich nun im Osten oder im Westen aufgewachsen bin, hat damit nicht das Geringste zu tun.« »Du bist aber keiner«, antwortete Christina ihrer Mutter. Susanna warf ihr einen resignierten Blick zu, als habe Christina überhaupt nicht begriffen, um was es ihr gerade ging. Gleichzeitig war sie ihr von Herzen dankbar dafür, dass sie Partei für sie ergriffen hatte. »Ihr alle«, fuhr Susanna fort und machte eine kreisende Handbewegung, mit der sie ihre sämtlichen Kinder meinte, »ihr seid von eurem Vater und mir nach bestem Willen und Gewissen erzogen worden. Wir haben euch die Gebote Gottes beigebracht, gute Manieren, Rücksichtnahme auf andere, aber letztendlich seid ihr für euer Verhalten selbst verantwortlich. Ihr entscheidet selbst, wer und was ihr sein wollt. Ich glaube, mehr als Eltern kann man gar nicht machen.« Sie hielt inne, um Luft zu holen, und sprach dann weiter. »Ich danke Gott, dass ihr alle die wichtigste Entscheidung von allen getroffen habt. Jeder von euch hat irgendwann den Punkt erreicht, wo ihr Gott als euren Herrn anerkannt habt und ihm eure Herzen und eure Zukunft übergeben habt. Diesen wichtigen Schritt habt ihr allesamt getan.« Susanna dachte an jede der Begebenheiten im Laufe der Jahre zurück, bei denen eins ihrer Kinder sich dazu entschieden hatte, Jesus in sein Herz aufzunehmen und ihm von nun an gehorsam zu sein. Susanna war sehr dankbar für jede dieser Entscheidungen, unendlich dankbar. Dann fuhr sie fort, »aber ihr werdet noch viele andere Entscheidungen im Leben zu treffen haben. Viele Veränderungen werden es für euch geben, viele Zeiten des inneren Wachstums. Euer Vater und ich, wir können euch zwar Ratschläge geben, und ihr könnt euch jederzeit unsere Liebe und Unterstützung gewiss sein, aber im Grunde genommen seid ihr jetzt alle erwachsen, auch du, Peter, und müsst die Verantwortung für das, was ihr mit eurem Leben anfangt, selbst tragen. Als eure Eltern haben wir unser Bestes für euch getan und euch gezeigt, wie man als Christ leben sollte.
Wir tragen keine Schuld daran, wenn ihr schlechte Entscheidungen trefft und auf die schiefe Bahn geraten solltet. Ihr müsst die Verantwortung selbst übernehmen. Wir haben euch zwar das richtige Werkzeug mit ins Leben gegeben, aber die Arbeit müsst ihr schon selber tun. Susanna lehnte sich auf ihren Platz zurück und holte tief Luft. Sie hatte ihren Kindern eine recht leidenschaftliche Predigt gehalten. Samuels Finger umspannten ihre Hände fester. »Menschenskinder«, sagte Peter und kauerte sich aus Ulk in die Ecke. »Ich weiß gar nicht, ob ich Beifall klatschen oder mich ducken soll.« Josef fing an zu lachen und bald stimmte die ganze Familie ein. Als das Gelächter wieder verebbt war, kam Samuel noch einmal auf die ernstere Seite des Themas zurück. »Eure Mutter hat vollkommen recht«, sagte er auf seine ruhige, selbstsichere Weise. »Wir haben euch sehr, sehr lieb. Jeden von euch. Wenn ihr uns Grund zum Stolz auf euch gebt, dann habt ihr euch das selbst zu verdanken, nicht uns. Das Lob gebührt euch allein. Wir können euch nur eine Zeit lang begleiten und führen. Den Rest des Weges müsst ihr eigenverantwortlich beschreiten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass ihr euch stets für das Richtige entscheiden werdet, denn ihr habt Gott freie Hand in eurem Leben gelassen, so dass er durch euch und in euch wirken kann. Er wird euch leiten, wenn wir euch nicht mehr zur Seite stehen können. Das solltet ihr euch Gott gut merken. Betet um seine Führung und wenn er sie euch dann zeigt, lehnt euch nicht dagegen auf, fügt euch seinem Willen. Als Familie hielten sie eine Gebetsgemeinschaft, während sie die ratternden Räder des Waggons von der Canadian Pacific Eisenbahngesellschaft weiter in Richtung Osten trugen. Später dachte Susanne oft an diese Reise zurück. Sie grub sich als eines der schönsten Familienerlebnisse in ihre Erinnerung ein. Josef heiratete als Nächster. Er hatte sich ein Mädchen aus der Nachbarschaft ausgesucht, das Susanna und Samuel mit offenen Armen in die Familie willkommen hießen. Die Trauung fand in der kleinen Kirche von Jared statt und die Gäste waren so zahlreich, dass nicht alle in den Gemeindesaal passten. Der Pastor öffnete die Fenster, damit seine Trauerpredigt auch von all denen gehört werden konnte, die auf den bereitgestellten Stuhlreihen draußen vor der Kirche saßen. Nach der Trauung versammelten sich die vielen Gratulanten zu einem gemeinsamen Essen. Susanna sah sich unter den Gästen aus der Stadt und von den Farmen im Umkreis um und verband mit Gesichten manche Erinnerung. »Diese Menschen hier sind mein Leben«, dachte sie in einem Anflug von Nostalgie. »Ich gehöre hierher mit Leib und Seele.« Gerade in diesem Moment kam Mrs. Clement auf sie zu. Ihr Rücken war krumm geworden, doch ihre Augen waren so scharf wie eh und je und ihr Gebiss klapperte leise. »Mrs. Doc«, sagte sie mit ihrer fast sprichwörtlichen Offenheit, »da haben sie sich eine prächtige Kinderschar großgezogen. Aus jedem ist was geworden. Alle Achtung, wirklich.« Bevor Susanne antworten konnte, fügte sie auch schon hinzu. War ja auch kein Wunder bei ihren feinen Ostküstenmanieren und dem gesunden Menschenverstand von ihrem Mann. Susanne lächelte, sie hatte soeben ein ungeheuer nettes und aufrichtig gemeintes Kompliment bekommen. Josef und Anne machten eine kurze Hochzeitsreise zum Watertonsee und ließen sich dann in Jared nieder, wo Josef weiterhin Häuser baute. Allerdings inzwischen als sein eigener Chef. Allem Anschein nach hatte er eine goldrichtige Entscheidung getroffen und darüber waren Susanne und Samuel sehr froh. Den zahlreichen Briefen nach zu urteilen, die Vivien ihren Eltern schrieb, war sie rundherum glücklich in ihrem Dasein als Ehefrau. Samuel und Susanne lasen sie mit Freude. Im Verlauf der Monate kamen die Briefe immer häufiger auf ein Thema zu sprechen, das Vivien besonders beschäftigte. Sie hatte ihre Großmutter Winston sehr ins Herz geschlossen, doch sie sorgte sich zunehmend um das geistliche Wohl der älteren Frau. »Ich bin mir gar nicht sicher, ob Großmutter Gott überhaupt wirklich kennt«, schrieb sie in einem ihrer Briefe. »Ich mache mir Sorgen. Sie scheint zu meinen, dass man automatisch in den Himmel kommt, wenn man nur fleißig in die Kirche geht und Gutes tut. Ich habe versucht, ihr zu erklären, wie es in Wirklichkeit ist, aber sie scheint es nicht richtig zu verstehen. Bitte betet für sie.« Susannas Augen füllten sich mit Tränen. Auch sie hatte versucht, ihren Eltern den Unterschied brieflich zu erläutern. Auch ihre Worte waren erfolglos geblieben. »Vielleicht gelingt es Vivien am Ende ja doch noch«, sagte sie zu Samuel,
nachdem dieser den Brief gelesen hatte. Er nickte. Sie fassten einander bei den Händen und beteten gemeinsam. Christina zog nach Lethbridge. Sie wollte nicht gleich eine höhere Ausbildung anfangen, sagte sie. Sie wusste nicht recht, ob ein Studium überhaupt das Richtige für sie war. Lieber wollte sie erst einmal Telefonistin werden, und genau das tat sie auch und hatte viel Freude an ihrem Beruf. Einen Vorteil hat die Sache wenigstens, meinte Samuel. Sie kann uns anrufen und so oft und so lange mit uns telefonieren, wie sie mag, ohne dass es etwas kostet. Diese Auffassung teilte die Telefongesellschaft leider nicht, weshalb Christina ihren Eltern nahelegte, sie mögen sie doch bitte anrufen, dass sie Geld sparen wolle. Die Telefonrechnungen waren ein beredtes Zeugnis dafür, dass sie nun eine Tochter in Lethbridge hatten. Als nächstes heiratete Thomas. Eigentlich war er mit seinen knappen 20 Jahren viel zu jung dazu, fand Susanna, doch sein Entschluss stand fest. Keine Macht der Welt konnte ihn davon abbringen. Er heiratete ein nettes junges Mädchen, das bei einem Rechtsanwalt in Calgary arbeitete, während Thomas seine Ausbildung als Apotheker machte. Anschließend ließ sich das junge Paar in Calgary nieder und Betty reichte ihre Kündigung ein, um als Hausfrau und, wie sie augenzwinkernd hinzufügte, künftige Mutter daheim zu bleiben. Christina lernte ihren zukünftigen Mann in einer Kirche in Lethbridge kennen. George war ein junger Pastor, der gerade seine erste Anstellung angetreten hatte. Die beiden jungen Leute brauchten nicht lange dazu, um zu dem Schluss zu gelangen, dass sie füreinander bestimmt waren. Samuel und Susanna fuhren mit Joseph, Annie und Peter zur Hochzeit nach Lethbridge. Thomas und Betty kamen aus Calgary angereist. Vivian sagte bedauernd ab. Ihr erstes Kind sollte in einem Monat zur Welt kommen und sie mochte die lange Reise einfach nicht riskieren. »Was ist?« spaßte Samuel am Telefon. »Hast du denn kein...« »Moment...« »Kein Vertrauen zu deinem Vater? Ich habe halb Jared ans Licht der Welt geholfen, einschließlich dir.« Doch im Grunde genommen meinte Samuel selbst, dass es unvernünftig von Vivian wäre, sich in ihrem Zustand die lange ermüdende Reise zuzumuten. Es war eine bezaubernde Hochzeit, und Samuel und Susanna schlossen ihren Schwiegersohn auf den ersten Blick ins Herz. »Darf ich den Anwesenden das frisch gebackene Brautpaar vorstellen?« Pastor George und Christina Dawson, sagte der Pfarrer feierlich, und Christina und George wandten sich strahlend zu den versammelten Hochzeitsgästen um. Als sie als Vermählte durch den Mittelgang schritten, warf Christina ihren Eltern glücklich eine Kusshand zu. Vivian brachte einen kleinen Jungen zur Welt. Susanna wäre am liebsten den nächsten Zug nach Montreal gestiegen. Samuel hatte ihr versprochen, im Juni mit ihr dorthin zu reisen. Bis dahin war es noch unerträglich lang. Der Kleine würde schon ganze 4 Monate alt sein, bis sie ihn endlich in den Armen halten durfte. Doch Susanna beherrschte sich. Wenn sie sofort fuhr, würde Samuel die Reisepläne für den Sommer womöglich streichen. Dabei wusste sie genau, dass Vivian genauso sehr darauf brannte, ihrem Vater den Kleinen vorzustellen wie ihrer Mutter. Sie nannten das Kind Samuel Henry. Und Susanna war machtlos gegen die Tränen, die ihr über die Wangen rollten. Peter schien es nicht besonders eilig mit dem Verlassen des Elternhauses zu haben. Wenn er nach seinen Zukunftsplänen gefragt wurde, antwortete er achselzuckend, »Weiß noch nicht genau, ich überleg noch und ich bete.« »Hoffentlich bist du drauf gefasst, den Jungen noch im Haus zu haben, wenn er 50 ist,« schmunzelte Samuel eines Tages, als er mit Susanna am Frühstückstisch saß. Susanna nahm einen Schluck aus ihrer dampfenden Kaffeetasse. »Sehr erpicht auf Selbstständigkeit scheint er wirklich nicht zu sein,« antwortete sie. »Na, wenigstens hat er eine Arbeitsstelle,« sagte Samuel. Peter arbeitete in Josephs Bauunternehmen. Im Ortskern von Jared wurde zurzeit ein neuer Geschäftskomplex errichtet. Die Entscheidung, die Peter dann traf, kam für beide Eltern überraschend. »Ich will Arzt werden,« eröffnete er ihnen eines Abends. »Ich habe lange darüber gebetet und ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, dass das Gottes Wille ist.« Samuel und Susanna wechselten erfreute Blicke. »Außerdem bewerbe ich mich als Missionar,« fuhr Peter fort. »Ich fühle mich von Gott zum Missionsarzt nach Afrika berufen, vielleicht nach Nigeria.« Das Lächeln auf den Gesichtern seiner Eltern erstarb. Besorgnis überschattete sie, doch dann trieben ihnen der Stolz und die Freude Tränen in die Augen.
Samuel nahm die kräftige, von der Arbeit schon schwielige Hand seines Sohnes in seine, während Susanna gegen ihre Tränen ankämpfte. »Wir werden alles tun, um dich zu unterstützen«, sagte Samuel, und es klang eine Spur heiser. »Das weiß ich, Pa«, antwortete der junge Mann. »Das habt ihr doch schon immer getan.« Susanna hatte geglaubt, auf den Abschied von ihrem Jüngsten gefasst gewesen zu sein. Immerhin war er längst kein Kind mehr. Er war ein erwachsener Mann. Tief in ihrem Herzen wusste sie jedoch, dass er immer ihr kleiner Junge bleiben würde, ihr Nesthäkchen. Sie kämpfte gegen das Schluchzen an und umarmte ihn lange. Sie sagte gar nicht erst, »Du wirst mir fehlen«, das wusste er ohnehin. Außerdem hätte sie wegen des Klosses in ihrem Hals sowieso kein Wort herausgebracht. Voller Stolz sahen sie zu, wie er in den Zug stieg. Doch er würde so weit von ihnen entfernt sein. Und sie würde sich so einsam fühlen, nachdem das letzte ihrer Kinder das Nest verlassen hatte. Allein fuhren Samuel und sie die lange Strecke von Calgary nach Jared zurück. Inzwischen nahm die Fahrt nicht mehr so viel Zeit in Anspruch wie früher. In ihrem Automobil sparten sie einige Stunden ein. Susanna war noch immer auf der Hut vor Gewitter. Sie wusste, was passieren konnte, wenn es zu heftig regnete. »Jetzt wird alles ganz anders bei uns werden«, sagte sie nachdenklich zu Samuel. Er sah geradeaus auf die Straße. Vermutlich rang er genauso mit seinen Gefühlen wie sie. Mit zusammengebissenen Zähnen nickte er. Als er dann doch etwas sagte, war sie über seine Worte überrascht, obwohl sie eigentlich fast damit gerechnet hätte. »Sie sind prächtig geraten«, sagte er aus tiefster Seele. »Allesamt.« Neue Horizonte. Das Haus kam Susanna viel zu groß vor. Sie wusste weder, was sie mit all dem Platz anfangen sollte, noch mit all ihrer Zeit. Die Kinder aus der Nachbarschaft halfen ihr zuweilen von einem Teil ihrer unverplanten Zeit ab, indem sie mit ihren aufgeschlagenen Knien, Splittern und Schnittwunden zum Verarztetwerden zu ihr kamen. Sie brachten auch ihre kleinen Tiere zu ihr. Katzen mit zerfetzten Ohren, Hunde mit Igelstacheln, Kaninchen mit aufgeschürften Nasen. Susanna verarztete sie alle so gut sie konnte. Sie hielt einen kleinen Vorrat an Salben und Verbandszeug bereit und hin und wieder besprach sie ihre Behandlungsmethoden bei ihren vierbeinigen Patienten mit Samuel, um sich zu vergewissern, dass sie nichts falsch gemacht oder übersehen hatte. »Ich bin zwar kein Veterinärmediziner«, sagte er dann meistens, »aber deine Behandlung erscheint mir durchaus vernünftig. Ich wüsste keinen, der es besser machen könnte.« Susannas Geschick sprach sich herum. Hin und wieder wurde sie auf der Straße von Farmern angesprochen und um Rat gefragt, wie man ein Pferd mit einem lahmen Bein oder eine Kuh mit einem geplatzten Euter behandeln sollte. Manchmal fühlte Susanna sich völlig überfordert, doch sie tat ihr Bestes. Doch trotz aller Doktorenersatzdienste wurde ihr der Tag zuweilen zu lang. Eines Mittags saß sie auf der Veranda und enthüllte Erbsen, als Samuel nach Hause kam. Er war zu einem Hausbesuch außerhalb von Jared unterwegs gewesen und er wusste genau, dass ihn in der Praxis ein überfülltes Wartezimmer erwartete. »Dabei sieht er ja jetzt schon müde aus«, dachte Susanna und beeilte sich, ihm eine Tasse Tee zu kochen. Während er seinen Tee trank, schien er tief in Gedanken versunken zu sein. »Hättest du nicht Lust, mir wieder in der Praxis zu assistieren?«, fragte er sie zu guter Letzt. Ihr Kopf fuhr in die Höhe. »War ihre Aufmerksamkeit etwas Wichtiges entgangen?« »Du bist doch nicht etwa krank?«, fragte sie. »Mir geht's glänzend, keine Sorge, aber ich habe nicht mehr die Energie von früher. Ich dachte, wenn wir zu zweit in der Praxis sind, verkürzt sich mein Arbeitstag vielleicht um ein paar Stunden.« Susanna enthüllte die nächste Erbsenschotte und hielt den Blick dabei auf die Schüssel auf ihrem Schoß gerichtet. Sie war erleichtert, dass es Samuel gesundheitlich gut ging, und sie nickte bedächtig. »Ich wüsste keinen Grund, der dagegen spreche«, antwortete sie. »Mein Haushalt hält mich längst nicht mehr den ganzen Tag auf Trab.« Samuel lächelte. Er hatte ihr angemerkt, wie schwer es ihr fiel, den ganzen langen Tag ohne ihre Kinder daheim zu sein. Es war also beschlossene Sache. Vormittags ging sie für 2 Stunden in die Praxis und am Nachmittag blieb sie so lange, wie Samuel sie brauchte. Für beide war es eine glückliche Lösung.
Susanna kam zu dem Schluss, dass ihre Enkelkinder gleich schübeweise das Licht der Welt erblickten. Etwa gleichzeitig mit Vivians nächstem Kind, eine Tochter, bekamen Josef und Anna ihr erstes Kind, ebenfalls ein Mädchen. 2 Jahre später kam bei Christina und George ein Junge und bei Thomas und Beth ein Mädchen an. Weitere 2 Jahre später brachte Vivian noch ein Mädchen zur Welt, während sowohl bei Christina als auch bei Josef ein Junge ankam. 3 Jahre danach stellte sich bei Christina und Thomas jeweils ein Mädchen ein. Innerhalb von einem Dutzend Jahre hatten sich 10 Enkelkinder eingefunden. Mit Ausnahme von Josefs 2 Sprösslingen wohnten sie leider alle viele Meilen entfernt. Susanne hätte sie liebend gern in der näheren Umgebung gehabt. Doch Josefs Kinder, Sally Jo und Adam, bereiteten ihren Großeltern viel Freude und kamen so oft wie möglich zu Besuch. Die alte Schaukel im Garten musste repariert werden und der Sandkasten wurde mit frischem Sand gefüllt. Samuel schaffte sogar neues Spielzeug an, da Lastwagen und Autos inzwischen der letzte Schrei waren und niemand mehr mit den kleinen Heuwagen spielte, die einst seinen Kindern gehört hatten. Sally Jo war ein zierliches Ding und steckte voller Lebenslust und Neugier. »Warum fliegen die Gänse da oben so komisch?« Ihr Großvater studierte das V am Himmel und versuchte, ihr die Flugformation mit einfachen Worten zu erklären. »Wenn das so gut funktioniert, warum hat Gott den anderen Vögeln das nicht auch so beigebracht?« Darauf wusste ihr Großvater keine Antwort. Sally Jo betrachtete die Gänseschar eine Weile länger und wollte dann wissen, »wer bestimmt eigentlich den Anführer? Losen Sie einen aus oder wählen Sie einen?« Susanna wartete schmunzelnd ab, was Samuel darauf antworten würde. »Weißt du«, sagte er, »ich habe gehört, dass sie nicht nur einen einzigen Anführer haben. Sie teilen sich die Verantwortung. Einer fliegt an der Spitze, sagen wir ein großer Gänserich, obwohl es nicht unbedingt ein Gänserich sein muss. Hauptsache, es ist ein kräftiger Vogel, der seinen Schwarm auf der Reise anführen kann. Wenn seine Flügel schwächer werden, löst ihn ein anderer ganz ab und er reiht sich weiter hinten in das V ein, wo der Luftwiderstand nicht so groß ist und ruht sich beim Fliegen etwas aus. Danach fliegt eine andere Gans an der Spitze und danach wieder eine andere.« Sally Jo hielt den Kopf hoch und auch immer noch nach oben und sah den Gänsen nach, bis sie im Nachmittagsdunst verschwunden waren. »Ungefähr so wie in der Kirche, nicht?« meinte sie und ihr Großvater runzelte fragend die Stirn. »In der Kirche wechseln sich die Anführer auch ab. Du hast uns doch erzählt, dass Pastor Ray alt und müde wird und dass Pastor Schriever deshalb jetzt da ist. Und Mrs. Petters hört bald mit der Sonntagsschule auf. Ich habe gehört, wie sie zu Mrs. Walters sagte, jetzt sind die Jüngeren an der Reihe. Ich hab's wahrhaftig lang genug gemacht.« Samuel lächelte der Enkelin zu, die er Pixie nannte, und fuhr ihr mit der Hand über das dichte, braun gelockte Haar. Sally Jo sah ihren Großvater aus ihren braunen Augen an, die seinen so sehr glichen. »Aber man sollte erst hinten im V fliegen, wenn man wirklich eine Pause braucht, nicht?« fügte sie ernst hinzu. »Sonst wäre das Drückebergerei.« »Genau«, pflichtete er ihr mit einem heftigen Nicken bei. »Genau, man sollte nicht zu früh aufgeben, das tun die Gänse auch nicht.« Susanna fragte sich, ob das kleine Mädchen nicht in manchen Dingen besser Bescheid wusste als viele Erwachsene. Peter hielt seine Eltern durch regelmäßige Briefe über die Bedürftigen, unter denen er in Afrika arbeitete, auf dem Laufenden. Susanna wusste, dass Josef und Anne die medizinische Missionsarbeit dort ebenso großzügig unterstützten wie Samuel und sie. Doch der Brief, den sie gerade in den Händen hielt, handelte nicht nur von den neuesten Plänen und Projekten der kleinen Klinik. Beim Lesen von Peters Worten weiteten sich Susannas Augen und ihr Herz begann zu rasen. »Ich habe eine Krankenschwester kennengelernt«, eröffnete er seinen Eltern. »Die gleiche Missionsgesellschaft, mit der ich hier bin, hat sie in unsere kleine Klinik geschickt. Sie kommt aus Amerika, genauer gesagt aus Michigan. Und Mama, sie würde dir gefallen. Sie ist sehr einfühlsam und hilfsbereit. Sie liebt den Herrn und bittet ihn vor jeder Entscheidung um seine Führung. Und außerdem hat sie wunderhübsche blaue Augen und ein entzückendes Lächeln.« »Oh, lieber Gott«, hauchte Susanna und hielt den Brief an ihr Herz. »Vielleicht ist dieses Mädchen ja die Erhörung meiner Gebete.« Sie las weiter. »Wir sehen uns häufig. Unsere Arbeit lässt uns zwar nicht viel Zeit für Geselligkeit, aber wenn wir etwas Freizeit haben, machen wir Spaziergänge
oder unterhalten uns einfach hier auf der Veranda des Krankenhauses. Meistens kommen wir wegen unserer langen Arbeitstage erst nach Sonnenuntergang dazu und dann kühlt es draußen schnell ab. Wir schmieden zwar noch keine konkreten Hochzeitspläne, aber ich trage mich ernsthaft mit dem Gedanken, das bald zu tun. Es wäre einfach wunderbar, sie zur Gefährtin zu gewinnen, nicht nur als Arbeitsgefährtin, sondern als Lebensgefährtin. Sie ist wirklich ein ganz besonderer Mensch. Susanna brachte es nicht fertig zu warten, bis Samuel nach Hause kam. Sie setzte sich eilig ihre Haube auf und hastete zu Samuels Praxis. Sie wusste genau, dass er sich genauso sehr über die Neuigkeit freuen würde wie sie. Samuel und Susanna arbeiteten weiterhin gemeinsam in der kleinen Praxis und kehrten Abend für Abend in die Stille ihres Hauses zurück. Inzwischen wohnten sie längst nicht mehr am Stadtrand. Jared war derartig gewachsen, dass ihr Haus nun von dem geschäftigen Treiben des Stadtkerns umgeben war. Des Öfteren ließ Samuel eine Vertretung für seine Praxis kommen, damit Susanna und er 2 oder 3 Wochen Urlaub machen und ihre Enkelkinder besuchen konnten. Auf diese Weise hielten sie sich über die Ereignisse in jeder Familie auf dem Laufenden. Peter heiratete seine Rachel tatsächlich. Susanna war unendlich dankbar, dass Peter nun nicht mehr allein war. »Ich weiß zwar, dass Gott immer bei dir war«, schrieb sie, »aber ich freue mich von Herzen darüber, dass du nun auch Rachel hast.« Susanne und Samuel lernten sie erst kennen, als sie beiden auf Heimaturlaub kamen. Sie teilten Peters Meinung über Rachel voll und ganz und hielten nicht hinterm Berg damit. »Übrigens erwarten wir unser erstes Kind«, teilte Peter seinen Eltern mit. »Im Juni soll es ankommen.« Susanna Elaine wurde am 26. Juni geboren. Gesund und munter war sie und viele, viele Meilen von ihren Großeltern entfernt, auf einem anderen Kontinent. Peters und Rachels Familie vergrößerte sich um 2 Jungen und auch Vivian, die ihre Kinder schon seit 10 Jahren für vollständig gehalten hatte, bekam ebenfalls noch einen Jungen. Insgesamt hatten Samuel und Susanna nun 14 Enkelkinder. »Jetzt reicht es aber«, sagte Samuel mit gespielter Empörung. Susanna schmunzelte nur. Keines ihrer Kinder hatte es auf die gleiche Anzahl wie Samuel und sie gebracht. Trotzdem musste Susanna ihm recht geben. 14 Enkelkinder waren genug. Die Ältesten waren in absehbarer Zeit mit der Schule fertig und überlegten schon, welchen Beruf sie erlernen wollten. Täglich beteten Susanna und Samuel, dass sie sich bei dieser Entscheidung von Gott führen und leiten lassen würden. Susanna saß nicht gerne am Steuer des Automobils, weshalb Samuel ihr den Bagger angespannt hatte. Er hielt nach wie vor 2 Pferde. Eigentlich zog er das Automobil vor, doch wenn das Wetter schlecht war und die Präriestraßen tief im Schlamm oder Schnee versunken waren, konnte er sich stets auf seine Pferde verlassen. Doch Susanna fuhr lieber mit dem Einspänner. Sie liebte das Fahrgefühl, sie liebte die frische Luft, die Stille, die Einsamkeit. Als sie einen Hausbesuch bei Mrs. Fleming machen sollte, um den Verband an deren Bein zu wechseln, brauchte Samuel sie erst gar nicht zu fragen, ob sie lieber mit dem Einspänner fahren wolle. Er spannte ihr die verlässlichen braune Stute an, statt des temperamentvollen Schwarzen vor die Kutsche und brachte das Gespann zum Anbindebalken vor dem Haus. »Ich bin rechtzeitig wieder da, um dir das Abendessen zu machen«, versprach Susanne und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Die Haarsträhne, die ihm noch immer in die Stirn fiel, war inzwischen voll silbergrau durchzogen. Susanne fand sie noch genauso attraktiv wie damals, als er ein junger Mann gewesen war. Sie hob ihre Hand und fuhr durch seine Haare, die inzwischen etwas dünner geworden waren, um die Strähne wieder an ihren Platz zurückzuschieben. »Lass dir nur Zeit«, sagte er zu ihr. Er wusste, wie sehr sie die Kutschfahrten durch die Umgebung genoss. Sie erneuerte den Verband an dem Bein. Dass die Wunde langsamer heilte, als sie erwartet hatte, bereitete ihr Sorgen. Nach dem Verbandwechsel wusch sie sich die Hände und setzte sich zu Mrs. Fleming an den Küchentisch. Die Flemings waren neu hier und Susanna wollte ihnen viel Freundschaft entgegenbringen, während sie in ihre Umgebung einlebten. Sie tranken Kaffee und unterhielten sich dabei. Die Frau schien regelrecht in der Geselligkeit aufzugehen. Susanna sah zwischendurch immer wieder auf die Uhr. Eigentlich hätte sie sich auf den Heimweg machen sollen, doch die Frau schien die Unterhaltung so sehr zu genießen, dass sie sich noch nicht verabschieden mochte. »Ich muss öfter wiederkommen«, nahm sie sich vor, als sie zu guter Letzt doch noch aufstand.
Die Frau begleitete sie nach draußen und redete dabei weiter, als könne die überhaupt kein Ende finden. Susanne verabschiedete sich und die Frau winkte ihr nach, während sie von der Hofeinfahrt auf die Landstraße einbog. Susanne sah, wie sie ein letztes Mal zuwinkte, sich umdrehte und in ihr Haus zurückging. Dabei zog sie das eine Bein leicht nach. »Sie braucht wirklich mehr Gesellschaft, die Ärmste«, dachte Susanne. »Ich muss Virginia unbedingt Bescheid sagen. Sie hat mehr Zeit für Besuche als ich und sie nimmt gern einen selbstgebackenen Kuchen oder Plätzchen mit. Sie würde Mrs. Fleming bestimmt öfter einmal besuchen.« Susanne sah zum Himmel auf. Es war schon spät am Nachmittag. Der Hausbesuch hatte mehr Zeit in Anspruch genommen, als sie gedacht hatte. Samuel würde vor ihr nach Hause kommen. Bestimmt würde er sich fragen, wo sein Abendessen blieb. Sie verlangte der Stute einen flotten Trab ab. Die Straße war uneben und der Einspänner holperte voran, doch Susanne setzte sich zurecht und schnalzte der Stute erneut zu. Sie hatte den Stadtrand fast erreicht, als es passierte. Wenn sie es nicht so eilig mit dem Nachhausekommen gehabt hätte, dann hätte sie die Rebhühner vermutlich rechtzeitig gesehen, doch in Gedanken war sie bei Samuels verspätetem Abendessen. Auch die Stute schien die Rebhühner nicht bemerkt zu haben, bis auf einmal eine wahre Explosion von Flügeln, Federn und Flattern losbrach und der ganze Schwarm wie auf Kommando in die Luft abhob, um in alle Himmelsrichtungen loszutrieben. Bevor Susanne auch nur irgendwie handeln konnte, scheute die Stute. Susanne hatte die Zügel lose gehalten und schaffte es deshalb nicht, das Pferd unter ihre Gewalt zu bekommen. Ehe sie wusste, wie ihr geschah, krachte der Einspänner in den Graben und stürzte um. Es gab nichts, an dem sie sich festhalten konnte. Die Zügel, die sie noch in den Händen hielt, waren als Stütze nutzlos. Sie fiel vom Kutschbock und schlug hart mit der Hüfte und dem Ellenbogen auf der Erde auf. Ein scharfer Schmerz durchfuhr sie. Gleichzeitig hörte sie das verängstigte Wiehern der Stute und den Aufprall des Wagens auf dem Boden. Splitter und Speichen flogen durch die Luft. Und dann traf irgendetwas sie am Kopf und um sie her wurde alles schwarz. Später in den Wochen ihrer Genesung erfuhr sie die Einzelheiten des Unfalls von Samuel und ihren Besuchern. Nachdem die Stute sich von dem größten Teil der Wagenreste befreit hatte, war sie in panischer Angst nach Hause galoppiert und hatte dabei die Deichsel und das Geschirr hinterhergeschleift. Mr. Hick hatte sie auf der Straße kommen sehen und sie eingefangen. Es gelang ihm, sie zu beruhigen und sie von den Wagenresten zu befreien, die sie in eine solche Panik versetzt hatten. Dann lief er hastig zum Haus des Doktors. Er rechnete damit, Susanne dort anzutreffen, und er dachte ihm mit Grauen daran, ihr eröffnen zu müssen, dass der Doc verunglückt sei. Doch dann war es Samuel, der ihm auf der Veranda entgegenkam. »Das ist doch Ihr Pferd, nicht?« fragte Mr. Hick. Samuel warf einen Blick auf die Stute und murmelte. »Oh, lieber Gott, mein Feuerkopf ist verunglückt!« Er holte nicht erst seine Jacke, sondern sprang in sein Auto und fuhr in die Richtung der Flemingschen Farm los. Erst am Stadtrand merkte er, dass Mr. Hick auf dem Beifahrersitz saß. »Immer mit der Ruhe, Doc«, sagte der Mann gerade. »Das Pferd kann sich auch vom Pfosten losgerissen haben.« Das war möglich. Samuel hoffte inständig, dass es tatsächlich so war. Doch sie waren noch nicht weit gekommen, als sie die Trümmer des Einspänners im Straßengraben entdeckten. Der Doc bremste scharf und sprang aus dem noch rollenden Wagen. Dort lag Susanne bewusstlos am Boden. Die beiden Männer hoben sie behutsam auf und brachten sie in die Stadt. Samuel wich Tag und Nacht nicht von ihrer Seite. Am dritten Tag regte sie sich, öffnete die Augen und sah verwirrt um sich. »Du hast ein kleines Missgeschick gehabt«, antwortete er ihre unausgesprochene Frage. »Was ist denn passiert?« »Ich weiß auch nicht genau. Die alte Stute hat dich jedenfalls im Graben landen lassen.« Susanne zog wieder die Stirn kraus. Irgendetwas war doch gewesen. Wenn sie sich doch nur erinnern könnte. Bestimmt würde ihr alles wieder einfallen, wenn sie nur... »Zerbrich dir nur nicht den Kopf«, sagte Samuel. »Es wird sich schon irgendwie klären. Ich bin froh, dass du endlich aufgewacht bist. Wie fühlst du dich denn?« Susanne versuchte, Bestand aufzunehmen. Alles tat ihr weh und nichts schien zu funktionieren. »Sag du es mir«, bat sie ihn. »Du bist doch der Doktor.« Samuel zögerte einen Moment und erklärte ihr dann, ohne etwas zu beschönigen. »Tja, du hast einen ziemlich üblen Sturz hinter dir. Prellungen am Arm und die Hüfte ist gebrochen. Aber das heilt wieder. Um deinen Kopf habe ich mir viel größere Sorgen gemacht.« Sie hob ihre unverletzte Hand und schrie auf. »Samuel, du hast mir ja die Haare abrasiert.«
Das ging nicht anders, entschuldigte er sich. Musste doch sehen, wo genau du verletzt warst. Er hielt inne und senkte den Blick auf seine Hände, die er abwechselnd beugte und streckte. Die Ellenbogen hat er dabei auf die ausgestreckten Knie gestürzt. Dann räusperte er sich und hob seine dunklen Augen, um ihr direkt in ihre Grünen zu sehen. »Es ist mir furchtbar schwer gefallen«, gestand er, »fast wie eine Amputation.« Susanna konnte sich vorstellen, welch eine Überwindung es ihn gekostet haben musste. Zum ersten Mal in ihrem Leben hätte sie alles darum gebeten, ihre roten Haare auf dem Kopf zu haben. Jede Haarfarbe wäre besser gewesen als ein kahler Kopf. Sie ließ die Hände sinken. Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. »Ach, lieber Gott«, bittete sie verzweifelt und drehte den Kopf dann zusammen. »Ich muss ihr einen furchtbaren Anblick abgeben«, sagte sie. Er beugte sich vor und küsste sie. »Wunderhübsch bist du«, sagte er. Dann richtete er sich wieder auf und in seinen Augen blitzte es schelmisch. »Weißt du, es bringt deine grünen Augen viel besser zur Geltung.« »Mach bloß das du«, rief Susanna, doch dann begann sie leise zu lachen. Was machte es schon aus? Ihre Haare waren ohnehin mehr grau als rot gewesen. Während ihrer langen Genesungszeit hatte Susanna mehr Besucher, als sie zählen konnte. Virginia handarbeitete ihr eine hübsche Haube aus Spitzenstoff. »Damit meine Besucher nicht vor Schreck die Flucht ergreifen«, hatte Susanna gespurtet. Die Frauen aus der Nachbarschaft kamen mit Torten und Kuchen und Eintöpfen und Brathühnchen. Um nicht unter einem Berg von Essen begraben zu werden, musste der Doc Einhalt gebieten, und Virginia übernahm die Planung der Essensgaben, so dass die Smiths gut versorgt waren, ohne eine überquälende Speisekammer zu haben. Unter Susannas Besuchern waren auch Kinder, die einfach nur mit ihr plaudern wollten. Manchmal brachten sie ihr Haustier mit, damit Susanna etwas Abwechslung hatte. Sogar die Männer kamen zu Besuch und berichteten ihr von ihren neuen Kälbern, den Aussichten für die diesjährige Ernte oder den zu befürchtenden Frostschäden an ihren Rosen. Ihre Enkelkinder Sally Joe und Adam kamen fast täglich und Susanna freute sich jedes Mal sehr. Die beiden waren schon recht tüchtig und konnten ihr in vielen Dingen helfen. Außerdem genoss Susanna es, wenn sie ihr Gesellschaft leistete. Von den übrigen Familienmitgliedern kamen zahlreiche Grußkarten und Briefe. Christina und George fuhren mehrmals von Lethbridge nach Jared, um Susanna zu besuchen, und Thomas und Anne kamen aus Calgary. Vivian konnte zu ihrem großen Bedauern nicht kommen. Sie rief ihre Mutter öfters an und beschwor sie, sich zu schonen und sie, sobald sie sich dazu in der Lage fühlte, in Montreal zu besuchen, um sich dort von ihr verwöhnen zu lassen. Peter schrieb. Es tat ihm leid, so weit von seiner Mutter entfernt zu sein und ihr keinerlei praktische Hilfe leisten zu können. Doch wie Samuel ihr versprochen hatte, heilten ihre Verletzungen mit der Zeit und auch ihre Haare wuchsen wieder. Zuerst waren sie fein und flaumig wie die Haare eines Säuglings. Mit der Zeit wurden sie jedoch dichter und Susanna freute sich schon auf den Tag, an dem sie die Haube nicht mehr brauchen würde. »Gott hat meine Gebete am Ende doch noch erhört«, sagte sie eines Tages trocken zu Virginia. Als Virginia sich erkundigte, welche Gebete sie meinte, antwortete Susanna, »Du ahnst ja nicht, wie viele Stunden ich als Kind damit verbracht habe, ihn anzuflehen, mir eine andere Haarfarbe zu geben.« Genau das hat er getan, wenn ich auch ziemlich lange darauf warten musste. Virginia schmunzelte. Anstatt ergrauender roter Haare hatte Susanna nun kurze, leicht gelockte, flaumweiche, weiße Haare. »Eigentlich steht dir diese Frisur ausgezeichnet«, meinte Virginia. Susanna nickte. »Ich weiß«, sagte sie lächelnd und ahnte Samuels Stimme nach. »Sie bringt meine grünen Augen besser zur Geltung.« »Ja, ihr Lieben, für heute mache ich jetzt Schluss. Das neue Kapitel fängt dann an. Ich denke, das wird auch das letzte Kapitel dann sein nächste Woche. Und wir sind danach fertig. Ich habe noch, ich glaube, ein oder zwei Bücher, die ich euch noch nicht vorgelesen habe, aus der Frauenreihe. Und danach müssen wir uns überlegen, was als nächstes kommt. Ja, so sieht's aus. Auch die werden älter. Auch ihre Kinder verlassen das Nest, heiraten, kriegen Enkelkinder für sie. Ne? Ha, nicht einfach, unser Leben, unser Los als Eltern. Man muss die Kinder tatsächlich loslassen. Man kann ihnen alles beibringen, ihnen zeigen,
nach bestem Gewissen, wie man so denkt, dass man lebt oder leben muss, den Weg zum Gott. Aber was die Kinder damit anfangen, das kann man natürlich nicht beeinflussen. Ich kann auch ein Lied davon singen, leider. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch allen ein schönes restliches Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.